Hallo und herzlich willkommen zurück zu Founders Fortune. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. 150 Ruhemahlzeiten, 48 gekochte. Da haben wir definitiv Verbesserungsbedarf, aber wir sind immer noch im Frühling. Das heißt, hat gerade erst wieder angefangen hier die Ernte bzw. die Arbeit auf den Feldern. Von daher ist das, denke ich mal, noch okay. Okay ist übrigens auch die Anzahl der Felder. Ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen, zumindest nicht für die Anzahl an Leuten. Das, was wir jetzt hier noch extra haben, also den Weizen und die Kürbisse, das hat ja vor allem mit dem Brauen zu tun. So für die reine Nahrungsversorgung reicht das erstmal. Wenn wir dann die Bäckerei haben, dann werde ich sicherlich auf Tomaten verzichten. Vielleicht auch auf Kartoffeln. Ja, obwohl Kartoffeln... Naja, eigentlich kann man auch alles anbauen, ist eigentlich wurscht, weil dann bräuchten wir vielleicht höchstens noch ein bisschen mehr Weizen, damit wir da noch was für übrig haben, um Brot zu backen. Okay, genug geschnackt, wir gucken mal, was die Verteidigung angeht, dass wir da noch ein paar... Na, ich sehe gerade, wir haben wenig Holz und die fangen jetzt auch schon wieder an, was zu fordern. Und Münzen, oh mein Gott, 87 Münzen und 7 Bier, das ist gerade mal ein Drittel von dem, was wir haben, also jetzt, was die... Biervorräte angeht und die Münzen, naja, ich werde es geben. Wie gesagt, ich möchte nicht mit mehr als einem Dorf Schwierigkeiten haben. Wir werden uns aber auch vorbereiten auf verteidigende Maßnahmen. Das heißt, ich muss hier rein und dann Befestigung. Diese Palisade, das geht da nicht. Ich frage mich, wenn ich es hier baue, ob dann da jemand durchlaufen kann. Oh, ich kann da auch nicht bauen. Hier geht's frühestens. Okay, dann jetzt testweise. Wir bauen das und ich versuche da mit dem Kolonisten durchzugehen. Ich fürchte, dass man da durch kann. Zum Testen reicht allerdings auch hier ein Stückchen. Müssen wir nicht 3 Holz für ausgeben. Okay, das mal dazu. Dann werden wir die Palisade hier noch ein bisschen verlängern. Das heißt, ein bisschen was vom Zaun abreißen und Palisade verlängern. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das nicht geht, weil da das kleine Bäumchen steht. Der Zaun hat funktioniert. Okay. Dann müssen wir es hier ein bisschen einkürzen und ein bisschen näher an die Behausung ran. Soll man diese Hütte denn dann kleiner machen? Könnten wir. Die ist recht groß. Ich baue die Palisade erstmal bis hier dran. Das reißen wir weg. Und da kommt einfach nur ein Zaun hin. Okay. Gut, das ist jetzt ganz schön dicht gebaut hier. Und mehr gebe ich jetzt auch an Holz nicht aus. Erstmal sollen unsere Förster wieder ein bisschen aktiver werden. Apropos Förster. Wir haben ja jetzt schon öfter über mehrere Berufe für die Leute nachgedacht. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde das jetzt nicht dort bauen. Momentan lassen wir von 2... Oh, die braucht dringend eine Picke. Lippi. Lippi. Zeig mal deine Hütte. So, hier ist doch... Ich wollte doch gerade sagen, es ist doch eine Holz... Nee, sogar eine Steinpicke drin. Oder nicht? Nochmal zurück. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Da ist nämlich gar keine Picke mehr übrig. Jetzt müssen wir eine bauen. Und eine bauen heißt, dass wir Lippi erstmal wieder hier zum Bauen anleiten müssen. Und eine Steinpicke kostet natürlich auch 80 Stein. Die ist jetzt aber wichtiger und ich kann es nicht hochschieben. Okay, dann lösche ich den Auftrag hier nochmal. Und wir brauchen erst eine Steinpicke. Und Lippi wird dann statt Bergarbeiter Handwerker. Okay. So, sollte jetzt dann hierher kommen und eine Steinpicke bauen, die können wir dann hier in das Regal packen, in den Werkzeughalter. Dann können wir Lippi diese Steinpicke geben, dann kann sie nämlich ein bisschen effizienter Steine graben.
Hier sind übrigens auch noch Steine. Ich glaube, dieses Goblin-Dorf ist ja auch friedlich. Leider wissen wir das nicht genau. Wir könnten die kleineren Dörfer aber vielleicht auch entfernen. Also gegen das Große traue ich mich nicht vorzugehen, aber hier ist so ein Drei-Hütten-Dorf. Hier, haben wir nicht drei? Also hier ist einmal drei Hütten. Da ist drei Hütten. Und da ist drei Hütten, genau. Drei Hütten-Dörfer und ein großes. Das macht ja eigentlich am meisten Schwierigkeiten. Aber einfach um, ja auch wegen der Rohstoffe hier. Ich möchte natürlich, obwohl da ist auch schon wieder das Dorf in der Nähe. Aber ich behaupte mal, dass wir das hier schaffen könnten. Aber erstmal versuchen wir jetzt die Steine zusammenzubekommen. 300 haben wir bereits. Lippi, was ist mit der Picke? Es wird gearbeitet. Wenn wir Steinschwerter haben, dann werden wir uns mal um ein Dorf kümmern. Yep. Vor allem gewinnen wir dann so ein bisschen Erfahrung. Also jetzt für uns meine ich, zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Ohne gleich an das große, böse Dorf zu gehen. Denn da ist es mit Sicherheit schwieriger. Wobei, mit Steinwaffen dürften wir eigentlich deutliche Überlegenheit haben. Ein Händler. So, da ist doch gerade der Düder. Den schicken wir da mal eben hin. Zum Handeln. Wir haben nur noch 192 Münzen. Da können wir definitiv noch mehr gebrauchen. So, die Steinpicke ist fertig, habe ich gesehen. Was verkaufen wir? Wir könnten nochmal Bier verkaufen. Und wisst ihr was? Ich verkaufe nochmal 10 Bier. Was kosten denn Steine hier? Haben sie gar nicht. Ah, hier sind Steinschwerter. Ah, wie viel Baumwolle haben wir? Auch nicht so viel. Wenn wir jetzt Unmengen an Baumwolle hätten, dann könnten wir ja... Nee, Moment, das ist die Baumwolle, ne? Nee, das müsste sie sein. Wenn wir Unmengen an Baumwolle hätten, könnten wir natürlich hier Bekleidung herstellen. Die gibt uns richtig viel Geld. Kauft zwar auch nicht jeder Händler, aber wenn dann einer dabei ist, dann gibt es hier ruckzuck ja, ordentlich Geld. Alternativ kann ich natürlich jetzt das komplette Bier verkaufen. Damit wir wieder ein bisschen mehr haben. Sollen wir das einfach mal machen? Wir haben noch 6 Krankheitsmedizin. Ist das unser Lager? Oder ist das das Lager des Händlers? Ich glaube, es ist das Lager des Händlers. Ja. Schade, dass der auch die Goblin-Knüppel jetzt nicht kaufen will. Ich kaufe mal noch eine Krankheitsmedizin und wir verkaufen 20 Bier. Okay, so, die Picke ist fertig. Dann kommt die jetzt hier rein, die Steinpicke, die sich Lippi auch direkt in die Hand nehmen kann. Da machen wir Lippi nämlich wieder zum Bergarbeiter und wir wollen ja erstmal nur Stein haben. Lippi, dann kann es losgehen. Jetzt ist es dunkel, oder es wird gerade dunkel. Dann schlafen die Leute eh gleich. Okay. Das hier ist die Baumwolle, hatte ich recht. Das hier sind die Heilpflanzen. Die haben wir wild gepflückt. Die standen hier in der Ecke. Ich weiß nicht, ob die nochmal neu kommen. Sicherlich finden wir davon noch mehr Wild auf der Karte, aber ich glaube, dass wir die Heilpflanze später auch anbauen können. Ja, hier, die ganze Baumwolle, wo wir nicht hingehen, wegen dieses Dorfes. Die anderen Dörfer, ach, da oben ist auch noch ein Dorf, oder war das jetzt... Ah, oh, die Goblins greifen an. Nein, 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 nein. Ja, da sind sie wieder. Kommen diesmal nur zu dritt. Das ist sehr, sehr gut. So, zu den Waffen. Oh, Mina ist hier hinten vor der Palisade. Jetzt müssen sie erstmal alle zu den Waffen laufen. Die sind alle fertig. Das Schöne ist, wir sehen, wenn sie stehen, dass sie ihre Waffen haben. Das heißt, die können wir schon mal nehmen und gucken, wo die hinkommen. Hier. Hier wollen sie durch die Palisade. Dann stellen wir uns hier hin. Mina holt noch die Waffe.
Oh Leute, was habt ihr denn jetzt vor? Geht bitte mal hier hin. Die wollen außen rum, um die Palisade da zu retten, was ich verstehen kann. Aber ich würde lieber hier auf sie warten. Nur das funktioniert nicht, weil die Leute ständig abhauen wollen. Leider sehen wir nicht, wann die Palisade durch ist. Tja, oder gehen wir hinten rum. Aber dann sind sie gleich drin. Machen hier alles kaputt. Da sind sie durch. So, jetzt. Jetzt können wir los. So, da ist der erste Goblin down. Die brauchen aber ganz schön lange. Der zweite Goblin ist aber down. Boah, krass, haben die viel Lebensenergie scheinbar. Schaut mal, die drei Goblins haben unsere Leute aber ganz schön zusammengemöbelt. Immerhin ist diesmal keiner bewusstlos geworden. Und ich hoffe doch, dass wir diesmal alle auch dabei hatten, ja? Haben wir. Gut. Okay, lasst uns direkt die Leute noch erschlagen. Also erstmal gehen wir raus aus dem Kampfmodus. Düna erschlägt den. Mhm. Kuzia den. Und Maxidom war doch so mordlustig. Das heißt, Maxidom lassen wir auch einen erschlagen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe Mina jetzt ausgewählt. Aber gut. So, Maxidom hat eine blutende Wunde. Also, der hatte die ganze Zeit eine Spritze in der Hand. Ah, jetzt hat er sich einen Verband selbst angelegt, der den Blutverlust stoppt. Der aber leider nicht lange anhält. Ah doch. Ah, okay, so funktioniert das. Gut, wir müssen zwei Dinge tun. Zum einen die Palisade wieder dicht machen und die hat, finde ich, relativ gut gehalten. Und wir brauchen drei neue Gräber, obwohl da sind noch Gräber nicht belegt. Also die können wir dann benutzen. Würde ich sagen, Kuzia begräbt den mal. Ja. Maxidom den. Und dann geht's hoffentlich weiter. Mit dem Steine kloppen. Im Moment klopft keiner. Moment. IRH ist okay. Hier der Stein ist jetzt komplett weg. Das heißt, wir haben nur noch dieses Steinvorkommen in unmittelbarer Nähe. Alles andere ist weiter weg. Beziehungsweise da gehen wir gar nicht dran. Wir könnten sicherlich hier diese Steine noch abbauen. Die muss ich dann aber erst markieren. Also die haben wir nämlich nicht erlaubt. Die erlaube ich jetzt aber. Und bei der Baumwolle erlaube ich die auch mal noch, weil wir haben mit diesen Goblins keine Probleme. Ja, wenn man das hier sieht, eins ist halt eben das kleine Dorf, das ausgerechnet das große Dorf ist. Und die anderen hier, die sind okay. Da haben wir beunruhigt durch große Kolonie minus 13. Tribut wurde gezahlt 15. Wir haben zwei Beziehungspunkte und die greifen uns erst an, wenn wir die Beziehungspunkte unter minus 10 haben. Also das ist alles okay hier, die drei, nur das kleine Dorf nicht. Wir könnten hier, die sind in der Nähe von der Baumwolle, könnten mit denen ja mal handeln. Ja, jetzt habe ich den Kampfmodus ausgerufen, das wollte ich nicht. Das sind diese hier. Ich wollte eigentlich handeln oder sprechen mit denen. Ich kann mit denen gar nicht. Ach doch, so. Kontaktieren. Wir begeben euch ein Geschenk. Hier nehmt... Nehmt 25 Baumwolle. Ach, wollen sie gar nicht haben. Ist zu wenig. Und 10 gebratene Tomaten. So. Und jetzt haben wir hier statt minus 2, 5. Ja, das hat sich ja wirklich ganz schön gelohnt. Ja, okay. Also das System
Ach Leute, was habe ich denn da gemacht? Ich habe hier ganz andere Befestigungen gebaut als dort. Fällt mir gerade auf. Ja, wir hatten ja eigentlich schon die bessere Befestigung. Okay. Wechseln wir irgendwann aus. Ist jetzt nicht unmittelbar wichtig. Okay, aber wir brauchen jetzt dringend mehr Steine. Unsere Leute müssen zwingend... die Steinschwerter bekommen. Denn diese drei Goblins haben jetzt für meine Verhältnisse viel zu viel Schaden angerichtet. Spricht für mich dafür, dass die vielleicht auch aufrüsten. Ich habe sie vor begraben leider gar nicht ausgenommen wieder. Das ist halt die Frage. Wir haben auch gar nichts. Also die Knüppel, die wir beim ersten Angriff, glaube ich, bekommen hatten oder beim zweiten, die sind gar nicht mehr hier jetzt dabei, obwohl wir sie beim letzten Angriff ja noch gelootet hatten. Jetzt ist schon wieder dunkel, okay. Ach herrje. Ja, von der Lage her, ich hätte das Dorf vielleicht lieber hier weiter in die Mitte komplett gesetzt, damit wir hier vernünftig eine Mauer hätten drum bauen können. Vielleicht müssen wir das irgendwann noch tun, dass wir die Häuser hier verändern und hier eine Palisade entlang ziehen können. So, warte mal. Yep. So, Lippi hat jetzt die richtige Waffe, aber was ist denn mit Düna los? Wieso hat denn Düna das Schwert noch? Wieso hat Düna denn keine Spitzhacke mehr? Da bin ich denn jetzt total benagelt. Also es darf doch nicht wahr sein. Düna wohnt hier. Da muss eine Steinpicke rein. Die jetzt auch noch frei war, komischerweise. So ausrüsten. Jetzt kann ich Düna hier nicht mehr hinschicken. Dann geht Düna jetzt dahin. Ich hoffe, dass das kein Problem gibt. Wir schicken ihn mal dahin. Burnout. Wer? Mina. Niedergeschlagenheit. Düdelüdeling heißt, irgendwas Gutes ist passiert. Leider weiß ich nicht was. Es ist die Erfüllung eines Wunsches, glaube ich. So, jetzt kommt Stein dazu. Lippi geht schon wieder nach Hause. 325, das reicht mal gerade für drei Schwerter. Aber ich werde die jetzt wieder hier reinnehmen. Witzigerweise fehlt uns auch Holz. Frage ich mich, wieso fehlt uns Holz? Warum ist Kuzia denn nicht Holz hacken gegangen? Baum fällen. Zack. Mina tut auch nichts. Mina hat Burnout. So, jetzt kommt das Holz wieder rein. Da kommt Stein rein. Und dann wird es wieder dunkel. Okay, ich denke, ich beende die Folge an dieser Stelle. Immerhin haben wir einen Kampf überstanden wieder. Diesmal war er sogar relativ einfach. Es waren aber auch nur drei Goblins, die dafür aber auch viel Schaden gemacht haben. Da ist definitiv abzusehen, dass wir bessere Waffen brauchen und alles weitere. Dann in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.